Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 22. Für uns geht's jetzt mal richtig los, würde ich sagen, in die Rückrunde. Haben wir die vergangenen zwei Folgen eher dafür genutzt, dass wir ordentlich, naja, halb ordentlich Spieler verpflichten. Haben schon ein bisschen was gemacht für die kommende Saison. Würde gerne heute noch ein bisschen was machen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir sollten vielleicht mit Molina verlängern. Da gucken wir gleich mal drauf. Ansonsten haben wir Betis 2, Algeciras und Albacete Balompié. Schwierig, schwierig momentan. Ich glaube, die nächsten paar Spiele wird sich das wirklich entscheiden, wo die Reise jetzt in dieser Saison hingeht, ob wir wirklich um die Playoff-Plätze kämpfen können oder ob es halt heißt, wir werden die letzten paar Spiele in der Liga dann eher komplett auf Taktik testen und so weiter gehen. Wobei ich glaube, das wird schon eher der Fall sein. Aber mal schauen, ne? Wir haben heute erstmal drei Gegner, die wir schlagen können. Danach kommt Barça B. Barça B spielt jetzt übrigens erstmal auch gegen Castilla. Aber ich wollte ja gerade mit Molina vielleicht verlängern. Ich finde, Molina hat solide Werte. Das Problem halt, wie bei vielen, die wir jetzt gesehen haben, seine Persönlichkeit ist leider nur ausgeglichen. Also das heißt, er hilft mir jetzt auf Dauer nicht so wirklich viel. Deshalb würde ich mit ihm gerne nur um ein Jahr verlängern. Mal schauen, ob er das auch möchte. Ich habe bisher noch nicht wirklich geguckt. Ah, Schlüsselspieler wäre uncool. Ich kann leider nicht Vertragsbeginn erst im Sommer machen. Abräumer würde ich auch ungern machen. Ich mache mal Stammspieler und nehme seine Forderung raus. Nimmt er auch an. 3-2. Momentan verdient er 2-3. Zahlendreher, Kollege. Dann probieren wir es mal mit 2-5. Ich gehe auf 15.000 Handgeld und auf 5.000 Beratergebühren. Nur ein Jahr Verlängerung ist sehr schön. Bei Abstieg darfst du ablösefrei gehen. Ausstiegsklausel machen wir mal 400.000 Gehaltserhöhung bei Aufstieg. Können wir ohne Probleme auf 50% klatschen, weil dieses Jahr werden wir höchstwahrscheinlich nicht aufsteigen. Denke ich. Also wer weiß, nehme ich natürlich gerne an. Aber das ist dann eher irrelevant für die Zukunft bei ihm. So 500 € gibt es jeweils für ein Tor und für eine Vorlage. Und 400 für ja, das reine Spielen. Ich glaube, die 2-5 sollten wir hinbekommen. Und ich glaube sogar relativ easy. Das wäre in Ordnung. Ich glaube, dann hätten wir schon mal ein Problem weniger. Ich habe ja auf meiner Shortlist für die Spieler jetzt nicht mehr wirklich viel Leute drauf. Ne? Wir haben gerade mal noch zwei Keeper. Sechser haben wir gerade mal nur Vivancos und der ist nicht wirklich besser als Molina, als reiner Sechser. Von daher macht das schon Sinn. Wäre halt schön, wenn wir irgendwie noch so ein U20 DM finden könnten. Allerdings kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir noch sehr, sehr viel leihen werden. Ich habe mir jetzt übrigens auch überlegt, ich werde es so machen, dass ich als einziges Schwierigkeitsmerkmal bei uns im Safe wirklich erstmal nur nehme, dass wir Spieler aus Andorra im A-Kader haben müssen, sprich, die dann auch auf der Bank sind. Ich habe mir jetzt so erstmal nur überlegt, so lose überlegt, dass wir vielleicht so eine Art 5 oder so nehmen. Das heißt natürlich, wir müssen dann nächstes Jahr hoffen, dass der, oder dieses Jahr hoffen, dass die Youth Attack schon gut wird und das nächste Jahr dann auch. Ansonsten müssten wir wohl ein bisschen auffüllen mit Spielern aus Andorra durch die Nationalmannschaft. Und ihr seht ja, wie gut das hier aussieht. Aber ich versuche es dann nächstes Jahr schon einzuhalten. Ob das dann schon der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber ab dem zweiten Jahr auf jeden Fall. Wir müssen leider wieder einen Keeper wechseln, weil ja, Kollege Joselé immer noch eine Virusinfektion hat. Kaniete kommt wieder mit. Und dann würde ich sagen, legen wir so los? Fragezeichen. Wobei das letzte Spiel war nicht so wirklich gut, ne? Und wir haben nichts geändert, glaube ich. Dann würde ich noch ein bisschen was ändern, weil ich dachte, ich hatte schon gewechselt. Dann kommt Diego González rein. Und Rum Henry. Und Keiko kommt auf die linke Seite. Das sind meine Änderungen für diese Partie. So, das sind dann drei Änderungen, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir jetzt gegen Betis B gut spielen und vor allem auch gewinnen. Was ich aber auf jeden Fall dann machen werde, falls wir quasi die Playoff-Plätze aufgeben, dass wir dann die letzten paar Spiele relativ durchpacen, weil das braucht dann auch keiner. Momentan haben wir überall noch was Interessantes drin, finde ich. Auch hier jetzt, wir wollen halt gerade kämpfen, um oben dran zu bleiben. Ansonsten machen wir gerade Transfers. Sollten wir halt wirklich dann demnächst mal
komplett raus sein, werde ich die Spiele halt wirklich komplett durchpacen. Eventuell sogar durchschneiden oder vielleicht gar nicht zeigen, sollten sie nicht relevant sein. Ach, diese Distanzschüsse, ne? Warum probieren die Spieler die ganze Zeit? FM, was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist definitiv nicht in der Taktik. Also, never. Keine Ahnung, was Keiko sich dabei gedacht hat. Wobei, ich habe halt bei zwei Varianten Mixed drinnen, ne? Das heißt, die sollen halt entweder mal auf dem kurzen oder auf dem langen Pfosten spielen. Aber dahin habe ich das noch nicht gesehen bisher, dass da jemand hinspielt. Und das soll bitte auch nicht passieren, das war eng. Robert, Jill stark. Mit Ivan Jill müssen wir verlängern. Der Typ, er pusht sich einfach. Und das ist dann auch egal, dass er schlechte Werte hat. Wenn er sich pusht, dann ist er der Richtige für uns. Auch wenn seine mentalen Werte leider nicht gut sind. Schöner Ball, aber kommt leider nicht durch. Jetzt hat Betis B die Chance, einen Konter anzufangen, aber sie machen ja momentan nichts. Spielen den Ball jetzt auch mal hinten rum zum Keeper. Jetzt kommt mal der lange Ball, der von uns nach vorne geklärt wird. Rum Henry auf Bova und der trifft die Latte. Also ich würde sagen, wir haben schon die besseren Chancen, auch wenn das bisher Distanzschüsse waren. Nur drin waren sie ja leider auch nicht. Gut abgefangen von Altimira. Keiko. Ein bisschen zu lange gezögert. Altimira hat dann gut antizipiert, schön aufgepasst. Oben wäre ein bisschen Platz gewesen. Wir nehmen die rechte Seite mit Bova und Altimira. Der den Ball nicht reinflankt. Jetzt hat er viel Platz. Ja, die ist gut und Ivan Jill macht das Tor. Sehr schön, 1-0. Ja, mit Ivan Jill werde ich gleich mal versuchen zu verlängern. Das müssen wir machen. Und er und Bicho werden dann schon vielleicht gut sein. Gut von Pedraza auch, dass er den Ball schnell wieder zurückspielt, ne, auf unseren Rechtsverteidiger. Und Ivan Jill steht sehr frei, macht den Kopfball easy rein. Jetzt bitte sofort das 2-0. Ach, schade, das wäre schön. Das wäre richtig schön gewesen, hätten wir das geschafft. Ist, finde ich, eigentlich die Hauptschwäche von uns momentan, dass wir die Spiele halt nicht, ja, weiterspielen. Ich würde nicht mal sagen, dass wir die halt nicht zu Ende spielen, sondern wir machen halt einfach nicht weiter. Weil wir haben jetzt 14-4 Schüsse, 6-0 aufs Tor und irgendwann kommt jetzt bei uns der Break, wo wir dann einfach gar nichts mehr in diesem Spiel machen und dadurch kommt der Gegner ja ran. Das hat ja nichts damit zu tun, dass wir den Sack nicht zumachen, sondern dass wir einfach nicht weitermachen. Ich meine, jetzt hatten wir 10 Minuten um und wir hatten gerade mal einen Schuss, der ist dann nicht mal aufs Tor gekommen. Also nicht selbstzufrieden werden, Jungs. Was macht Barca B in der Zwischenzeit? Castilla führt gegen Barca B. Ja, die beiden sind da oben eh komplett weg. Die werden das unter sich ausmachen. Aber was können wir machen, damit die jetzt noch ein bisschen mehr pushen? Ich würde sagen, wir können auf jeden Fall Marc Fernandes reinbringen. Oder ich bring mal El Kalak rein. Der hat noch keine Chance gehabt, sich zu beweisen. Keiko geht dann auf die rechte Seite. Kandusi steht übrigens auf seinem Trikot drauf. Also ist es nicht El Kalak, sondern Kandusi. Carlos Martinez könnte Sinn machen, weil Rom Henry ein bisschen durchhängt mit seiner 6,7. Keiko bekommt gelb. Und Carlos Martinez kommt mal rein. 15 Minuten noch, 22-6 Schüsse, 9-0 aufs Tor. Das ist eigentlich unsere Paradedisziplin, dieses Spiel jetzt hier nicht zu gewinnen. Aber mal schauen, was gleich bei rauskommt. Thior kommt nochmal rein. Oder Suridin, stimmt, steht ja auch bei ihm auf dem Trikot und nicht Thior. Ich packe Zeitspiel mal rein. Wird wieder ein enges Höschen werden bei uns. 4 Minuten gibt's oben drauf. Betis hat noch keinen Torschuss. Gut abgefangen von Pedraza. Der Pass war schrecklich. Langer Ball nach vorne und dann ist FM leider ein Arschloch. Und zum Glück nicht so krass Arschloch, weil der Ball geht zum Glück daneben. Kein Torschuss für Betis weiterhin. 1 Minute haben wir noch. Und das war wirklich sauknapp. Leute, das wirklich, ne? Das war zu wenig. Wenigstens nehmen sie es an, aber wie können wir diese Spiele halt nicht 2-0, 3-0, 4-0 gewinnen, ne? Der Gegner ist halt komplett hoffnungslos unterlegen.
Und wir kriegen es halt nicht hin, einfach das zweite oder dritte Tor zu machen. Also bitte. Wirklich, wirklich bitte. So, Ivan Gill, ich möchte gerne mit dir verlängern, weil du spielst gut. Ja, hier können wir auch leider nicht was anderes auswählen. Zum Glück möchte er auch nicht so viel mehr haben. Ich würde hier sogar auf 1,3 erstmal gehen. Das ist momentan seine Summe, die er auch verdient. Gehaltssteigerung nehme ich raus. 500k, das wird ihm dann nicht schmecken. Bei der Ausstiegsklausel. Deswegen gucken wir mal. Ich denke mal, wir müssen doch auf 1,5 hoch. Ja, 1,5 müssten wir wohl ziemlich safe hoch. Ich gehe mal auf 400. Ja, das lasse ich mal. Oh ja, ich gehe auf 1,4 und dann sollte es wahrscheinlich annehmen, wenn ich auf 350.000 Ausstiegsklausel gehe. Nein, echt? Die 100k machen ihm echt so viel aus. Okay, hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Aber gut. Fragen wir in ein paar Wochen wieder an. Ich glaube nicht, dass irgendein Verein für ihn ankommen wird, jetzt in der Zwischenzeit, um ihn ablösefrei halt unter Vertrag zu nehmen. Dafür ist er dann schon zu schlecht. Aber wenigstens hat hier Molina unterschrieben. Das hilft uns. Wir brauchen momentan halt Stand jetzt noch zwei Keeper. Dann jeweils alle Positionen in der Viererkette einmal. Und dann, ja, ein DM, ZM, OM, RM2 LMs. Ein Allrounder, der auf beiden Seiten spielen kann, sprich wie Tior. Und ein LM. José Mourinho geht zu Athletic Club de Escaldes, damit wir einen weiteren Spieler aus unserer B-Mannschaft weghaben, der aber halt komplett, ja, irrelevant für uns ist. Ich bin sehr gespannt, wie unser Youth Intake wird. Ne, darauf freue ich mich momentan am meisten. Hallo, ich möchte einfach nur sein Training kritisieren. Ich hoffe, dass das uns ordentlich schon mal nach vorne bringt, der Youth Intake. Jetzt geht es aber erstmal gegen den Tabellen 14. Bonhomme-Pied danach ist auf Platz 8. Deadline Day ist auch noch dazwischen, wo wir aber ziemlich safe nichts machen werden. Weil kein Geld. Null. Finanziell wird es auch echt schwer für uns werden noch, weil momentan sind wir mit 1,5 Millionen im Minus. Die Liga an sich wird nicht so viel Geld abwerfen. Das haben untere Linie so an sich. Aber vielleicht kriegen wir was hin. So, Altimira kann. Und was ist mit Rossele? Der kann auch gut. Rum Fernandes eben ohne Gegentor, aber reicht dann auch mal, ne? Gerade nach dem ersten Spiel. Werden wir sonst irgendwie was wechseln? Eher nicht, ne? Ich glaube eher nicht. Eigentlich waren die alle gut. Wir haben halt nur das zweite Tor nicht gemacht. Mal wieder. Gut, dann. Ah, Fitness hat ein bisschen gelitten, ne? Aber gut, danach ist eine Woche Pause. Das sollten die Jungs schon hinkriegen. So wirklich großartig Probleme hatten wir sowieso bisher nicht mit der Fitness, weil die Spiele gut auseinander liegen. So, Jungs, dann. Oh, Algeciras ist auf dem 18. Platz der Formtabelle. Wir sind auf Platz 8. Okay, das war nicht die beste Motivation scheinbar. Für Rumänien auch nicht. Naja, mal gucken. Auswärtsspiel also beim 18. der Formtabelle. Kann ja eigentlich nur schief gehen. Gegner spielt im 4-2-3-1. Und wir haben schon wieder am Anfang keinen Ballbesitz. Das häuft sich jetzt aktuell ganz schön. Passgenauigkeit ist auch wirklich super, super schlecht, während Pedraza sich leicht verletzt hat. Knieprellung. Ja, werden wir mal wahrscheinlich in der Pause auswechseln. So, Altimira und Herrera. Ja, ein bisschen Platz für Ivan Gill. Oh, Henry. Na, m-m. So nicht. Wir gehen gerade nicht wirklich energisch genug ran und dann macht Altimira einfach alles schlecht.
Ui. Ui. Eieiei, das ist sein erstes Tor. Habe ich es gerade richtig gesehen? Ich habe unten nicht drauf geachtet, ob es das erste Saisontor war. Aber ganz unten stand, es ist sein erstes Tor für den Verein. Ach du Schande, Alter. Josele, das kann nicht dein Ernst sein. Boah. Er ist einfach Linksverteidiger. Natürlich war es sein erstes Saisontor. Wie sollte es auch sonst sein? Alter FM. Boah, eieieiei. Aber Rosselin, meine Güte, ey. Er steht halt da und macht halt nichts. Schade. Wieso ist so ein Schuss eigentlich ungefährlicher als so ein Distanzschuss? Oh Gott! Riera, meine Güte, jetzt geht das schon wieder los mit ihm. Hat er halt alle Zeit der Welt, diesen Ball anzunehmen. Boah, mein Gott, was ist denn hier schwer los, Jungs? Und köpft den Ball dann halt einfach direkt zum Gegner. Meine Güte. Wer hätte es gedacht, gegen den Tabellen 18. der Formtabelle? Jungs, was ist das? Das kann nicht euer Ernst sein. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wir werden aufs 4-3-3 gehen, wir gehen auf Offensiv. Eieiei. Boah. Erstmal kommt Rivarola rein für den angeschlagenen Pedraza. Molina wird auch rausgehen, der spielt natürlich wie erwartet scheiße, nachdem er seinen Vertrag verlängert hat. Das ist ja immer so im FM. Probieren wir es mal mit mehr Offensive. Vielleicht klappt das ja. Meine Güte, ey. Wie kann man sich immer nur so anstellen? Wirklich, ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Aber Josele ist eine Frechheit. So, komm, auf geht's. Das Spiel ist ja noch nicht verloren. Man muss einfach nur mal anfangen, Fußball zu spielen. Pastor und Rivarola. Ach man, diese Distanzschüsse, ey. Ich meine, ja, klar, ich hab's ja in der Taktik drinnen, ne? Ihr seht's ja auch selbst. Aber ich hab's halt drinnen, weil die einfach so lächerlich OP sind und ich kassiere die ja halt auch, ne? Das ist ja was anderes mit den Einwürfen. Jetzt hat sich Keiko auch noch verletzt. Ist ja was anderes gewesen. Letztes Jahr mit den Einwürfen beispielsweise. Da haben die Gegner das ja nicht unbedingt gemacht. Das war ja dann immer noch eine Wahl, aber hier muss man das ja machen, ansonsten hast du gar keine Chance gefühlt. So Jungs, kommt jetzt, pusht euch mal ein bisschen. Ja, guter Ball, Henry. Puh, das war ein komischer, cooler Ball, aber wir haben den Ausgleich gemacht. Ich war mir eigentlich schon fast sicher, ehrlich gesagt, dass der Ball vorbeigeht. Aber ist er zum Glück nicht. Rivarola mit dem guten Pass und dann, puh. Wirklich wieder ein enges Ding. Ivan Crespo kann den Ball auch ruhig festhalten, ehrlich gesagt, aber gut, kann Josele auch. Also nicht festhalten, aber zumindest parieren. Zeit läuft uns davon. Wir haben doppelt so viele Schüsse wie unser Gegner. Und dreimal so viele Schüsse aufs Tor. Melendez kommt rein für Ivan Gil. Wir werden Bova rausnehmen für Tior. Und dann kommt noch Marti Wieler. Ach, okay, waren schon fünf. Sorry. Zehn Minütchen noch. Erstmal Algeciras mit dem Ball. Die haben bisher gar nichts mehr gezeigt. Oh. Da hat Rossel eben mal das Glück gehabt, dass er ein bisschen breiter ist. Also gut war das nicht. Eieiei. Das wäre deren dritter, oder es war deren dritter Torschuss. Mann, wäre das unverdient gewesen. Wir gehen auf sehr offensiv für die letzten paar Sekündchen in diesem Spiel. Fünf Minuten gibt's oben drauf. Aber wir sind halt auch die unentschieden Meister der Liga. Aber kassieren wahrscheinlich jetzt, oder? Nee, Konterchance mit Melendez, die Leihgabe, die wir uns geholt haben im Winter. Bringt den Ball auf Endri. Carlos Martinez ist in der Mitte. Ball kommt rein und es ist Candusio und nicht Carlos Martinez. Nice. Und wir führen in der 94.
Eieiei, ich dachte erst, es wäre Carlos Martinez, aber es kann Dussi. Gut, jetzt wo wir ein bisschen umgestellt haben, sind die Positionen eh ein bisschen anders. So, hier ist Kandusi. Dahinter ist dann wahrscheinlich. Nee, Diore. Hier ist Carlos Martinez. Sehr schön. Und jetzt bitte nicht so zulassen. Oh, aber auch hoch verdient, ey. Gutes Comeback, Jungs. Sehr gut. Eigentlich nicht, ehrlich gesagt, aber man muss die Jungs ja loben. Pedraza fällt 1 bis 3 Tage aus. Keiko 1 bis 2 Tage. Waren ja auch nur Prellungen, von daher. Kein großes Drama. Meine Güte, ey, wie die sich schon wieder angestellt haben, ne? Okay, aber einen Keeper muss ich holen. Alleine aufgrund der Tatsache, dass José Lea sowieso keine guten mentalen Werte hat, müssen wir uns einen Keeper holen. Deswegen schaue ich mir mal Manu Garcia an und denke mir, jo, der sieht gut aus. Und dann schaue ich mir Alfonso Herrero an und denke mir, jo, der sieht auch gut aus. Leider haben beide auch wieder nur ausgeglichen als Persönlichkeit. Wer ist denn wohl der bessere von euch beiden? 27 gegenüber 30, 1,83 zu 1,29, ja, 1,29 wäre sehr krass, 1,92 natürlich. Ah, oh, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, weil rein physisch und mental sagt definitiv Manu Garcia, ne? Alleine halt, dass er 18 Sprunghöhe hat und sein 1,92 da halt die viel besseren Voraussetzungen hat gegenüber Alfonso Herrero. Mental auch. Aber wenn ich halt schon sehe, dass der nicht abwerfen kann und nicht den Ball annehmen kann, dann hat er sich eigentlich schon selbst eliminiert, egal wie physisch stark der ist. Beide sind nicht gut. Beide sind definitiv nicht gut. Aber die Wahl wird wohl auf Alfonso Herrero fallen, wenn er denn Bock hat. Stammkeeper, Rück Nummer 1, jupp, Mittelfeldspieler möchte ich nicht verstärken. 2,6 möchtest du haben. Du verdienst momentan bei deinem Verein 2,4, deswegen biete ich dir mal 2. Versuch es mal auf 15.000 zu machen hier, wie wir es eben schon bei, ich glaube, Molina hatten. Ersatzspieler primär, jo, müssen wir nicht allzu hoch halten, weil wir viele Plätze zum Glück auf der Bank frei haben. Länderspielprämie können wir auf das Maximum klatschen. Länderspiele machen wir 10, Quatsch, Team of the Prämie ist das, 10k. Ohne Gegentor machen wir 600 Euro. Ah, bei Aufstieg nehme ich mal raus. Und hier gehe ich auf 450. Möchte 2,6 haben. Was hatte ich gerade? 2, ne? Ich glaube schon. Dann machen wir wieder 15 hier. Werde die 15 auch locken. Gehaltssteigerung lasse ich jetzt mal drinne. 450 lasse ich drinne. Okay, dann machen wir 2,2,2. Bei Abstieg darf es ablösefrei gehen. 2,2. Ey, warum denn? Du bist doch jetzt ein bisschen fies, ne? Ey, geben wir dem Berater noch 500 Euro. Geht doch. Mal schauen, ob er Bock hat. Waren einige gerade interessiert, also gut möglich, dass er noch nicht zu uns kommt. Ja, Transferverhandlungen durchgesickert. Von wem wohl? Victor Marin. Sind jetzt nach dem 22. Spieltag auf Platz 4. Hinter uns spielt noch Albacete, die könnten noch rankommen auf die gleiche Punktzahl. Sind auch nur einen Punkt entfernt von Platz 3, ne? Haben wir es eigentlich hier wie in Italien, dass wir je besser wir platziert sind, desto mehr. Ne, alle Halbfinale. Dann spielen die das wahrscheinlich gegeneinander aus, ne? Also, sprich Gruppe 1 und Gruppe 2. Stellen halt jeweils 2 Aufsteiger und dann steigen wahrscheinlich 4 auf und 4 steigen logischerweise aus La Liga 2 ab, wenn ich es jetzt richtig interpretiere. Aber wenn ich hier schon sehe, dass auch 4 Leute oder 4 Vereine natürlich aus unserer Liga absteigen, wird das schon so sein. Sprich, die beiden ersten jeweils steigen auf und dann die Playoff-Sieger in den jeweiligen Gruppen. Also 2 bis 4, ne? Halbfinale, dann Finale und dann entscheidet sich das schon. Die Frage ist halt, das werden wahrscheinlich jeweils 2 Spiele sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ein komplettes K.O.-System ist mit nur einem Spiel, sondern es wird wahrscheinlich Hin- und Rückspiel sein. Dann ist wieder die Frage, ob es Auswärtstorregel gibt. Am besten nicht. Mal gucken. So, lädt jetzt ein bisschen länger, weil Deadline Day ist, ne? Wir haben den 31. Einige Transfers werden ja hier gerade noch hin und her geschoben. Nicht bei uns, weil wir haben kein Geld. Das wird sich dann aber hoffentlich auch in Zukunft ändern.
Soll Piqué halt mal ein bisschen von seinem Barca-Geld hier abgeben, ne? Wenn er schon den Verein gekauft hat. So, 8 Uhr ist es erst. Hat Mbappé sich eigentlich mittlerweile oder für einen neuen Verein entschieden? Ja, zu City wird er wechseln. In meinem anderen Safe ist er zu Bayern gewechselt, habe ich ja schon, euch schon gesagt. Hat dieses Jahr 19 und 4 in 30. Anmeldezeitraum, das dürfte nicht für uns relevant sein, weil wir alles schon drin haben. So, und wow, das ging fix. Das ging sehr fix. Alfonso Herrero wird unser neuer Keeper ab nächstem Jahr. Hoffentlich etwas besser. Und Molina hat seinen Vertrag auch unterschrieben. Sehr schön. Dann haben wir schon mal zwei weitere wieder fix. Und können uns dann auf den Rest konzentrieren. Also ich werde auf jeden Fall ein paar Spieler leihen. Gerade in der Offensive wahrscheinlich. Also gerade LM und RM kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir die leihen. Ich brauche aber auf jeden Fall noch eine LM, einen zweiten. Eventuell werde ich sogar Keko als Allrounder einplanen und nicht als RM-Ersatz. Das wird sich dann zeigen. So oder so ist es ja in der zweiten Saison jetzt bei mir der Fall, dass ich nicht wirklich weiß, was auf mich zukommt, ne? Ich weiß nicht, wie die ganzen Spiele performen werden. Bei Keko kann ich es mir jetzt schon vorstellen, nach der Rückrunde dann. Was haben wir denn jetzt noch auf der Shortlist? Also Keeper lasse ich mal raus jetzt hier, da haben wir jetzt einen. Wir brauchen jetzt nicht zwei Keeper, die 2K oder mehr verdienen. Ich bräuchte auf jeden Fall noch einen Linksverteidiger. Da haben wir nur Ivan Martos. Der wollte ja letztes Spiel nicht mit uns reden. Und jetzt auch nicht. Okay. Das ist schade. Aber wir kommen nochmal auf ihn zurück. So, wir bräuchten einen Innenverteidiger vielleicht noch. Da haben wir noch Hilmer und Trojols. Da brauchen wir aber auf jeden Fall auch nur einen. Weil der vierte Innenverteidiger, momentan sind ja Garcia und Riera eingeplant, der wird dann. Oh, der ist nicht konstant. Da haben wir schon einen mit Riera, der nicht konstant ist. Das war jetzt Trujols, ne, der nicht konstant ist. Also Hilmer wäre schön. Muss ich jetzt machen, auch wenn er mich haten wird. 3-4, machen wir 2-5 am Anfang, machen wir hier erstmal 15.000. Ich werde das aber hier noch nicht locken, weil er möchte wahrscheinlich mehr haben. Und dann werde ich beim Handgeld wohl so auf 20.000 gehen. Torprämie lasse ich mal sehr hoch mit 900 Euro. Vorlagen genauso. Ohne Gegentor geht auf 600, genauso wie die Auflaufprämie. Ersatzspieler 200. Bei Aufstieg machen wir mal 30%. 2-Jahres-Vertrag möchte ich haben. 600.000 Ausstiegsklausel wäre schön. Bei Abstieg ablösefrei. Möchte 3-2 haben. Ich glaube, 2-5 ist zu weit entfernt für ihn. Ich gehe hier auf 20.000 Wert zu locken. Das lassen wir hier so, das lassen wir hier so. Ich denke, 2,8 müssen es schon sein. Ah, wobei, vielleicht kriegen wir es doch auf 2,6 hin. Wir kriegen es auf 2,6 hin. Wobei ich mir natürlich auch einen Innenverteidiger leihen könnte, ne? Also ich will nicht so viel leihen nächstes Jahr. Ich glaube, da würde ich mir auch ein Limit setzen. Ich bin mir aber noch nicht so wirklich sicher, ob es halt 4, 3 oder 2 ist. Ich glaube, bei Palermo hatten wir zwei Spieler, die wir uns leihen, oder drei, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich würde sogar auf nur auf 3 packen. Oh. Okay, Leute, wir werden uns ein Limit setzen von 3 Leihspielern. Und das wird höchstwahrscheinlich RM, LM und IV werden. Ja, ich glaube schon. Weil sonst wird es vielleicht ein bisschen zu einfach. Dann plane ich Jill als Zehner ein. Molina ist ja schon fix. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch einen LV. Beim IV hoffe ich beim vierten, dass wir einfach was aus der Jugend bekommen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich mit Del Castillo verlängern, damit ich einen Andorra-Spieler habe. Rechtsverteidiger bräuchten wir auch noch. Ja, wir kriegen wir schon irgendwie hin. Schade jetzt natürlich mit Hilmer, aber passt schon irgendwie. So, was haben wir noch auf links außen jetzt? Adilson und Josefran. Adilson hat schon Vereine interessiert.
große Spiele ist nicht so geil bei José Fran. Dafür ist Adilson verletzungsanfällig. Hat auf den ersten Blick bessere Werte, aber ich glaube, das ist auch nur wieder der erste Blick. Tackling ist wurscht, du wirst bei uns links außen spielen. Das wird bei uns nächstes Jahr wohl auch wieder ein Flügelspiel auf unterstützen werden. Aber in den relevanten Werten ist dann José Fran wieder gut, ne? Viel nehmen sie sich aber nicht. Wäre vielleicht aber auch nicht so schlecht, jetzt einen Elfmeterschützen zu haben, ne, mit Adilson. 15 ist schon sehr stark. Was hat er, was heißt ein Composure nochmal auf Deutsch? Nervenstärke, ne? Ja. Hat er auch 13. Oh, ich glaube, das könnte schon Sinn machen. Freistöße kann er auch. Momentan haben wir niemanden auf links eingeplant. Aber ich glaube, das würde schon viel, viel Sinn machen, so einen Spieler zu haben. Und er ist auch noch konstant, sehe ich gerade. Inverser Flügelspieler ungerne. Das ist ja auch ungerne. Oh, fuck. Er möchte nicht. Shit. Ach, fuck. Er möchte nicht. Jetzt habe ich mich gerade schon für ihn entschieden. Dann möchte er nicht zu mir kommen. Mann. Er auch nicht. Oh, wow. Ja, GG, ne? GG. Meine Güte. Was hätten wir noch auf der anderen Seite? Santi Jara hätten wir noch. Und Planas. Ich glaube, Planas wollte ich auch haben, ne? Und der wollte dann nicht. Meine Güte, ey, was die immer alles hier für Vorstellungen haben. Ja, geht auch nicht. Santi Jara wollte, glaube ich, auch nicht, oder? Der Jovinko versteht. Übrigens, Jovinko hat es mittlerweile verlassen. Ich glaube, ihr habt es auch schon gesehen. Einfach nur, weil es keinen Sinn macht, ihn zu verpflichten. Ich weiß nicht, wo ich ihn einsetzen soll. Würden wir mit einem reinen Zehner spielen, hätte ich es, glaube ich, gemacht. Aber so nicht. Ich guck mal jetzt hier kurz, was Santi Jara haben möchte. Ob das vielleicht Sinn machen könnte, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt stark. 12 Monate möchte er haben als Vertrag. Ah, das ist schon nicht so der geile Vertrag, jetzt schon. Und er möchte halt 4 haben. $3,000 für so einen Spieler, der nicht konstant verletzungsanfällig und keine großen Spiele, das macht keinen Sinn. Da kriege ich definitiv was Besseres im Sommer. Okay, nehmen wir raus hier. Macht wirklich keinen Sinn. Und dann halt in der Mitte noch schauen, ne, was wir da haben. Da haben wir nur Vivankos und Semi. Gut, Zehner brauchen wir jetzt nicht, ne, wenn Evangel verlängert. Da müssten wir jetzt aber auch erstmal mit ihm verlängern. Bevor ich ihn jetzt aus der Transferliste oder auf der Shortlist lösche. Ich würde schon gerne so gut wie möglich alles schaffen vorher. Und bei den Spielern, die dann halt gar nichts geht oder auf den Positionen, wo gar nichts geht, jetzt per Pre-Contract, werden wir dann halt versuchen, ablösefreie Spieler oder vertragslose Spieler in der ersten Juliwoche per Trial zu holen und uns da halt dann welche rauszusuchen. Weil solange wir gewisse Positionen wissen, die wir brauchen, ist das ja besser zu selektieren. Weil jetzt habe ich einfach wieder nur die genommen, die halt gute Reputation haben und dann ja, dann nichts eigentlich. Ich habe eigentlich nur die Probespieler geholt, die gute Reputation haben. Das war's dann. Da wollte ich erstmal schauen, ob da irgendwelche interessanten Spieler dabei sind. Was dann nicht der Fall war. Und so kann ich dann zum Beispiel alle Linksverteidiger, die wir halt irgendwo sehen, per Trial holen. Außerdem haben wir jetzt noch ein bisschen die Zeit, dass wir die Spieler, die bei uns sind, die können sich dann noch ein bisschen beweisen. Ich meine, ist ja noch nicht vom Tisch, dass vielleicht ich doch Diego González bleibt. Evangel soll ja bleiben. Möchte der zufällig jetzt mit uns reden? Wahrscheinlich nicht. Ist noch zu früh, hätte ich gesagt. Jupp. Oder Marc Fernandes, wobei da denke ich eher nicht. Aguado geht nicht, weil geliehen.
Und ich habe ja schon gesagt, drei Leihspieler Maximum. Also das wären dann unsere zwei Schwierigkeitsregeln wären für die nächste und wahrscheinlich ab nächster Saison, dass wir halt die Zahlen sind noch offen, aber fünf Spieler aus Andorra haben in der A11 und dann wahrscheinlich maximal drei Leihspieler. Aber es kann sich noch ändern, ne? Das kommt auch wirklich komplett auf den Youth Intake drauf an. Also die Leihspieler, das ist relativ safe mit den drei maximal. Aber mit den Andorra-Spielern ist schwierig. Zumal, wenn die aus dem Youth Intake kommen, müssen die ja auch erstmal ein bisschen entwickelt werden. Ich kann die ja nicht mit 16 sofort in die erste Mannschaft klatschen. Also im Normalfall, wenn sie Götter sind, dann natürlich. Deswegen wird das gerade in der nächsten Saison auch echt schwer werden. Und Geld für Spieler mit Ablöse zu holen, ist auch doof. Sprich halt Spieler aus der Nationalmannschaft von Andorra zu holen, einfach nur weil ich hab kein Geld. Da ist nix. Wenn wir mal schauen. Ich glaube nicht, dass hier. Ach, guck mal, er ist sogar komplett vertragslos. Können wir mal kurz fragen, ob der zum Probetraining kommen möchte. Vielleicht hat er ja gute Tackling-Werte. Mit 10 bis 16 könnte das was werden. Wir brauchen da noch einen Sechser. Ansonsten. Sieht alles ein bisschen traurig aus. Und er hier wird dann halt Ablöse kosten wahrscheinlich. Nö, kostet er nicht. Hat aber auch keine guten Werte. Er hat 7 bis 9 Kopfballtechnik und 5 bis 8 Kraft. Was ist denn das für ein Innenverteidiger halt, ne? Wirklich. Ich kann euch auch sagen, ne, das wird in der nächsten Saison, wenn ich es irgendwie schaffe mit den Spielern aus Andorra, auch eher so der Fall werden, dass ich die wahrscheinlich auch gar nicht einsetzen werde. Also wir werden uns wahrscheinlich einen Andorra-Ersatzkeeper holen. Das ist dann einer, da werden wir uns einen Andorra vierten Innenverteidiger holen. Der wird dann auch B11 spielen. Das sind dann schon mal zwei. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen dumm, das schon so auszuhebeln, aber dann weiß ich wenigstens, dass es halt schwieriger für mich ist. Und die Schwierigkeit ergibt sich auch dadurch, dass ich die einsetzen muss, wenn Spieler halt ausfallen. Wie wir das jetzt gemacht haben mit dem Rúben Fernández, als José Lee ausgefallen ist. Das sind zwar jetzt auch zwei andorranische Spieler, aber ja, das ist halt so. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber Langzeitplan ist es halt, so viele Spieler aus Andorra zu haben wie möglich und dann halt natürlich irgendwann die Nationalmannschaft zu übernehmen, ne? Ich hoffe, das kriegen wir dann angeboten. Aber jetzt spielen wir erstmal gegen Albacete Balompié, die jetzt auf Platz 8 sind. Wo sind die in der Formtabelle? Weil das erscheint mir auf einmal viel höher, als ich eigentlich dachte. Wir sind auf 4 und die sind auf 10. Ja. Okidoki. Dann wollen wir mal. Villanova hat Schnupfen, Virus, whatever. Und sollten wir was ändern? Ich meine, im 4-4-2 lief es dann gut, aber ich werde es nochmal genauso probieren wahrscheinlich. Keiko ist nicht fit. Das liegt aber in der Spielpraxis. Kandusi hat das Tor gemacht, der darf rein. Maschine, der Typ. Auf geht's. Letztes Spiel für diese Folge. Nächste Folge werden wir dann auf jeden Fall nochmal probieren, mit Ivan Gill zu verlängern. Wahrscheinlich eher so gegen Ende. Und dann haben wir hoffentlich dann in der übernächsten Folge schon den Youth Intake, ne? Aber ich glaube, wir sind jetzt mit der ersten Februarwoche, das könnte noch ein bisschen dauern, wenn der erste im April kommt und wir wissen ja nicht, wann im April. Mal gucken. Aber ich glaube, übernächste Folge wird es leider noch nichts. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir auch in der nächsten Folge wieder Spiele, die dann halt keine Szenen beinhalten und nach 5 Minuten vorbei sind und machen dann 5 Spiele, dann geht es dann doch ein bisschen schneller. Weil die Zwischenzeiten ja relativ gefüllt werden aktuell mit Transfers. So. Altimira mal mit dem ersten Angriff für uns. Kriegt den Ball von Bova. Lange Flanke. Kandusi schön in die Mitte und dann Doppelpfosten. Wow. Wow, Alter. Mann, FM, sei doch nicht so fies zu mir mit dem Aluminium. Ich weine gleich. Ach, schade. Wäre Ivan Gill gewesen. Sind hier besser im Spiel als in der vergangenen Partie.
Auch wenn das Ding jetzt leider nicht reingegangen ist, Ballbesitz ist bei uns. Passgenauigkeit könnte ein bisschen besser sein. Ist aber auf jeden Fall noch im Rahmen. Generell habe ich das Gefühl, dass Passgenauigkeit in den unteren Ligen echt sehr stark ist. Also wo ich letztes Jahr oder die letzten Jahre im FM immer noch so Werte um die 80% gesehen habe, sind die hier schon ordentlich dabei mit, ja, an die 90% immer. Egal welches Team, ob von ganz unten oder von ganz oben. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so die beste Variante war, durch die Mitte zu spielen, aber da ist eine große Lücke jetzt. Pastor und Ivan Gill, ja, Distanzschüsse. Puh, 1:0 Führung in der 48. War natürlich an sich ein schöner Schuss. Aber ich kann mich darüber leider nicht mehr freuen, weil es einfach zu oft passiert. Ich meine, was hat er an Distanzschusswert? 9. Naja. Schöner Ball. Altimira und... Und Pastor. 2:0. Unser Innenverteidiger mit dem Distanzschuss direkt rein ins Tor. Und ein absoluter Doppelschlag. 49. Oder war es noch in der 49. Ja. Noch easy sogar. Was hat Alex Pastor an Distanzschüssen? 6. Ja. Oh, schade. Starker Kopfball. Wer war's? Ich hab's nicht mehr ganz genau gesehen. Das war nicht Riera auf jeden Fall. Es müsste Pastor gewesen sein. Bitte schieß nicht von da. Waren schon zu viele Distanzschüsse. Ich wollte gerade schon sagen, Schiri. Viel mehr ummähen geht auch nicht mehr. So, Henry hat die Chance auf 3:0 zu erhöhen und dann ist es ein ganz krasser herber Rückschlag für Albacete Balompié, die einfach innerhalb von 4 Minuten 3 Gegentore von uns kassieren. Keeper schon in die andere Ecke unterwegs. Und wir haben das hier gegen uns. Ah, Distanzschuss? Nee, war ein Pass. Das war ein guter Ball und der Schuss geht vorbei. Ja, das finde ich halt ein bisschen schade, ne? Weil ich habe es halt schon mal gesagt, im Bug-Tracker von Sports Interactive wird halt gesagt, es ist kein Problem für die, nur ich finde es wirklich viel, viel zu krass. Ich kann mit mir argumentieren lassen, dass das nicht wirklich Distanzschüsse sind, wenn es kurz vor der 16er-Linie ist, ja, das ist von mir, ja, von mir aus in Ordnung. Aber jetzt gerade das Ding von Pastor und von Ivan Gill, das war jetzt echt too much und es passiert einfach viel zu häufig. Du hast halt im FM, das hatten wir schon mal als Thema, die Sample Size halt komplett verfälscht, weil du einfach jetzt, wie bei uns, stark spielt, einfach 3 Spiele innerhalb von einer halben Stunde hast. Die dann halt auch nur kurz gehen und du siehst nur die entscheidenden Szenen. Das verfälscht das Ergebnis natürlich komplett, ne? Wir sehen hier Sachen, die du halt so in echt niemals wahrnehmen würdest. Nur ich kann mich jetzt halt nicht entsinnen, dass ich, nehmen wir mal Bayern als Beispiel, die letzten 3 Bayern-Spiele mindestens 3 Longshot-Tore gesehen habe von denen. Und das sind, ist halt eine Weltklasse-Mannschaft, ne? Meine sind halt Pups, Leute, ne? Die können halt nichts. Und das meine ich halt damit. Und ich finde es halt schade, dass im Bug-Tracker das nicht wirklich als Bug angesehen wird, obwohl es ja einfach unrealistisch ist und meiner Meinung nach nichts im FM dieses Jahr zu suchen hat. Ich kann mich von mir aus sogar an die Alu-Treffer angewöhnen, weil vielleicht ist es auch einfach Pech bei mir. Wir können ja gleich nochmal auf die Statistik schauen, wie viele Prozentzahlen das mittlerweile sind. Ich glaube, beim letzten Mal waren es insgesamt 11%, die ich Aluminium von meinen Schüssen treffe. Ah, die Distanzschüsse, das geht halt nicht. Vor allem ein Innenverteidiger mit 6 Longshots. Und das wird nicht das einzige Mal bleiben, dass er jetzt so einen raushaut. Und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Dass es mal passieren kann, ne? Alle 50 Spiele oder so. Ist wahrscheinlich auch da schon zu viel. Vor allem, wenn der Spieler das nicht kann. Weil wenn man sich so entsinnt an Longshots von Innenverteidigern, die dann halt rein sind. Was gab es jetzt zuletzt? Company war jetzt einer der großen, bekannten Longshots vor 2 Jahren, glaube ich, als City gegen irgendwen gewonnen hat. Oder war es letztes Jahr? Nee, ich glaube, Company ist mittlerweile schon ein bisschen länger weg von City, ne? Irgendwann die letzten 3-4 Jahre auf jeden Fall.
Sühle kann das ja zum Beispiel auch. Aber die Leute sind dann halt auch dafür bekannt, dass halt, weil wir fucking Wumms im Schuss haben. Das ist dann was anderes und die würden dann halt wahrscheinlich auch 10 bis 11 Longshots haben, während mein Innenverteidiger Alex Pastor einfach 6 hat und trotzdem so einen raushaut. Dass es dann mal alle 200 Spiele passiert, das ist ja in Ordnung, aber das wird es halt nicht passieren, sondern es wird halt ziemlich safe die nächste Zeit wieder passieren. Ob der dann reingeht, ist eine andere Frage, aber der wird schon mal sehr, sehr gefährlich werden. Ohne Gegentorwährung ist eigentlich schön. Ah, oh, schade, schade. 1 zu 4. Anschlusstreffer, ne, Anschlusstreffer, nicht Ehrentreffer ist es aktuell. Aber gut. Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht die ganze Zeit hier beschweren, auch wenn es meine Lieblingsdisziplin ist. Ich meine, die Leute, die länger zuschauen, wissen das. Aber ich hoffe wirklich, dass jetzt im Winterpatch, der jetzt hoffentlich auch bald kommt, mehr gemacht wird an der Match Engine. So, das war ein sehr, sehr schöner, souveräner Sieg. Gegentor hätte nicht sein müssen, aber ich werde mich jetzt da nicht drüber beschweren bei euch. Und wir bleiben. Oder gehen auf Platz 4? Tabelle sagt, wir gehen. Ich dachte eigentlich, wir waren vorher schon auf Platz 4. Aber ist nicht so. Irgendwie haben es auch vier Vereine geschafft, in Tabellenposition nach oben zu kommen, während keiner hier in dem Zweig es geschafft hat, in Tabellenposition zu verlieren, was ich jetzt auch nicht ganz verstehe. Aber wird irgendwie vielleicht seine Richtigkeit haben. Vielleicht auch nicht. So, ich wollte noch kurz schauen mit euch, ne, mit den Schüssen. Also momentan, okay, es hat sich ein bisschen, mini bisschen gebessert. Jetzt sind es nur noch 10% der Schüsse, die wir an die Aluminiumteile treffen, also Pfosten oder Latte. Das ist immer noch häufiger als links, rechts oder mittig oben oder unten in der Mitte. Das ist fast genauso viel wie unten links und unten rechts machen wir die meisten Tore. Ist halt schon hart, ne? Lustigerweise genau gleiche, hä? Ah ja, klar, ich wollte gerade sagen. Lustigerweise genau die gleiche Anzahl an Pfostentreffern auf beiden Seiten. Und Latte-Treffen wirklich am häufigsten mit 35. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Statistik in echt gibt. Ich glaube leider nicht. Und wenn, dann ist er halt nicht öffentlich einsehbar. Mit den ganzen Alu-Treffern. Wüsste jetzt auch nicht, wo ich schauen sollte. Aber ja, so ist es halt. Also das wäre jetzt mein Wunsch, dass Sports Interactive am besten ja noch vor Weihnachten ein Patch raushaut, wo sie die Alu-Treffer ein bisschen anpassen. Muss nicht wirklich viel sein, weil ich glaube, ich habe auch echt viel Pech. Und die Lattentreffer verfälschen das Ergebnis, glaube ich, in so ein kleines Stück, weil das war im FM schon immer so, dass die Kopfbälle, die nicht richtig gut aufs Tor kommen, an die Latte gehen, einfach so einen Bogen machen und dann boing von der Latte abprallen. Aber was sie auf jeden Fall machen müssen, bitte, bitte die Longshots anpassen. Es kann, finde ich, weil dafür habe ich jetzt auch einfach schon wieder viel zu viele Spielstunden, dass ich das sagen könnte. Ich habe jetzt insgesamt schon wieder 100, ach du Scheiße, 140 Spielstunden. Und ich kann, glaube ich, mittlerweile schon sagen, es liegt nicht an Taktiken. Ich habe fucking drei Sechser hingestellt und die schießen trotzdem aus der Distanz und treffen natürlich, weil die Keeper halt auch einfach ein bisschen bescheuert sind in der Hinsicht. Sie müssen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler einen Longshot macht, ein bisschen nach unten schrauben, gerade wenn der Spieler die Werte nicht dafür hat. Wenn jetzt hier wirklich, sagen wir mal, Süle als Spieler, den ich jetzt zum Beispiel 10 bis 11 Longshots geben würde. Ich weiß nicht, was er wirklich hat. Wir gucken mal kurz nach, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Er hat 11 bis 15. Siehst du, also ein Spieler wie Süle, ja, der Innenverteidiger ist, der in einem System spielt, wo er hohes Pressing spielt, dadurch auch oft nach vorne kommt und dann halt meistens so, sagen wir mal, 30 bis 40 Meter vor dem gegnerischen Tor steht und ab und zu auch mal den Ball dann halt bekommt und mal nach vorne geht, weil die Gegner sich eh hinten reinstellen. Er wechselt übrigens zu Liverpool, sehe ich gerade, ablösefrei. Jedenfalls, da ist es okay, da könnten sie die Wahrscheinlichkeit, dass er schießt, ungefähr so haben, wie sie es jetzt ist. Aber wenn dann Alex Pastor halt von mir kommt, der zwar in einem ähnlichen System spielt, wo er weit nach vorne kommt, aber ja, dass er dann sechs Longshots hat, dann sollte die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass er das machen soll. Vor allem, wenn ich dann halt wahrscheinlich in meinen Spielerinstructions auch noch drin habe, dass die nicht so oft schießen sollen. Wobei das jetzt nicht das Problem von mir ist, sondern die sollen halt, die Gegner sollen das halt nicht so oft machen. Ich mache das nur, weil ich weiß, dass es OP ist und dass wir dadurch sonst einen extremen Nachteil haben, wenn wir das nicht machen.
Und ja, das wäre schön. Pressing sollten sie ein bisschen anpassen. Das ist nicht das, was ich gerne hätte, ohne jetzt zu tief reinzugehen. Wobei das nicht das größte Problem ist. Mein größtes Problem sind wirklich die Distanzschüsse. In Bezug mit den Keepern so ein bisschen, ne? Wir haben ja gesehen, die haben auch krasse Probleme, aber das kann man hier nicht so wirklich als Argument nehmen, weil wir echt schlechte Keeper bisher hatten. Und Alu-Treffer, aber bitte, bitte die Longshots anpassen. Das ist mein allergrößter Wunsch, Sports Interactive. Bitte macht das in dem nächsten Patch, der am besten noch innerhalb der nächsten 2 Wochen kommt. Gut, das wollte ich euch nur noch sagen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das Ganze am Freitag. Ich habe jetzt viel gelabert. In der nächsten Folge versuchen wir mit Ivan Gill zu verlängern und dann am besten gegen Barça B, Linares und Real Madrid Castilla zu gewinnen. Die beiden B-Mannschaften auf 1 und 2 werden uns das Leben extrem schwer machen, aber vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht auch nicht. Danach wissen wir wieder ein bisschen mehr. Bis dahin, tschö!